Der Vorhang ist gefallen. Liebe Leute, Sie befinden sich jetzt bei Corti und Wolf. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 12. Schrei nicht immer so. Wenn das nicht mal, das war eine King Kong-Einleitung. Ich kann doch schreien, wie ich will, Corti. Was ist mit dir? Ja, ist okay. Du schreist wir haben immer. Doch jetzt Daniel. Du schreist wir haben doch immer. Jetzt Daniel, Alter. Stimmt. Shoutouts. Unseren Sound-Engineer, Alter. Der dem floppt erstmal direkt das Trommelfell raus. Ich und dann bin immer noch so, ich bin so dankbar. Ich glaube, das weiß er gar nicht. Wir haben in der letzten Folge schon erwähnt. Ich weiß gar nicht. Ich bin wirklich dankbar. Ich glaube, die Hörer sind auch dankbar. Seitdem klingen wir auch so knusprig geil. Voll geil. Corti, Alter. Moini. Geil, Alter. Wir haben uns diese Woche nicht so viel gesprochen wie sonst. Voll. Das ist so eine kranke Lüge. Nee, das ist überhaupt gar keine Lüge. Ist eine Lüge, ne? Nee, du liebst mich ja nicht mehr, du rufst mich ja nicht mehr. Du hast mich nicht mehr lieb. Super, ich mache das Podcast mit. Heute Morgen hat Paul mich so angerufen und meinte so, Corti, warum hast du mich eigentlich? Ich so, Brudi, ich habe hier, also hier ist das ganze Rohr verstopft in der Küche, ich räume gerade die ganze Scheiße weg, geh mir nicht auf den Keks. Da kommen wir gleich nochmal zu, das ist geil. Wir haben die geilste, liebe Leute da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben die geilste Negativität der Woche von Sebastian Kortmann. Ihr nimmt sogar zwei Sachen widerfahren, deswegen würde ich heute mal meine Karte Negativität rüberflanken nach Köln. Du kannst zweimal zuschlagen heute, weil mir geht's zweimal. Naja, du hast ja zwei Negativitätis. Und du hast als Eingang, liebe Leute, ihr Hörer bei Spotify und Podcast, der liebe Sebastian Kortmann hat eine geile neue Cappy auf, oder was? Die ist wahrscheinlich alt. Ich habe heute meinen Kappentag. Ich habe keinen Kappentag. Was hast du denn für eine geile Cappy auf, Corti? Die kenne ich ja gar nicht. Diese Farbe grün. Emily Leon Dor. Ich hab mir mal so eine Emily Leon Dor Bestellung gemacht. Die mittlerweile nicht mehr aus New York versenden, sondern mittlerweile aus Holland. Finde ich ganz interessant. Ja, das hat sonst ewig gedauert. Das kam irgendwie aus New York. 35 Tage gedauert gefühlt. Nein, so lange auch nicht. War DHL. Wie heißt der Giorgio Elimino Dor? Amy Leon Dor. Dass Amy du jetzt, Leon Dor. Paul, fang nicht mit solchen Themen an. Du kennst dich sowieso nicht aus. Witzigerweise hat LVMH, wann war das letztes Jahr? Müsst ihr jetzt Mario fragen, der wüsste das. Ich glaube, letztes Jahr hat LVMH Teile von denen gekauft. Mhm. Okay, und ist das eine richtig spacige Firma oder was? Die muss man haben oder wie läuft das? Eigentlich muss man die kennen. Was ist da drauf? Da ist so ein geiler Planet und was sind. Nee, was ist das? Das ist so ein New York-Theme am Ende des Tages. Aber geil, Corti. Tiefstes New York. Finde ich geil. Ich find's geil. Ich habe heute einfach. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses Jahr habe ich ja schon mal gesagt in einer Folge, es gibt ja gar nicht so viele Sneaker zu kaufen. Ich habe mir mal so richtige Schuhe gekauft. Ich sehe das. Geil. Ich sehe das in deinen Stories. Ich fühle es gerade auch so. Ich fühle es gerade. Ja, ja. Ich werde jetzt so ein Daddy, Sonne und Frau und Kind. Corti wird erwachsen, Alter. Ah ja, endlich, geil. Alter. Super. Fuck. Hilfe. Nächste Woche fährst du im Passat, Alter. Super. Das wird mir niemals passieren. Das sage ich dir, Brief und Siegel, ich schwöre auf alles, was ich habe. Niemals werde ich mir ein Passat kaufen. Oh Gott, das ist sowas von den Stein gemeißelt jetzt hier. Das ist ein Stein gemeißelt. Du kannst machen, was du willst, aber ich werde mir kein Passat kaufen. Okay, da werden wir nochmal zukommen. Wenn ich ein Familienauto dann bräuchte, würde ich mir was anderes kaufen. Ja. Ich sehe mich ja, also das ist jetzt ein bisschen hochgekommen. So ein Urus wäre super. Ja, klar. In Orange natürlich. Das war doch richtig geil viral, dass hier dieser Lamborghini Urus ja alles von, was ist alles von Audi oder von VW? Lamborghini ist ja Audi. Genau. Und aber auch, die haben es ja nicht die mal. Teile die haben auch, die, nee, waren, die branden die nicht um. Die, genau, die Achsen, waren sich ja nicht mal. Und den Achsen sind überall Audi-Stempel und auch. Die sagen einfach Rainer mit und einfach oben alles gelb draußen, Chausen, Abfahrt, ja, ich Alter. Mein, ist ja auch, ich meine, macht ja auch Sinn. Ne? Ist wie bei Volkswagen und Seat und. Das schöne nachhaltige Auto, Lamborghini Urus. So, liebe Leute, schönes Hybrid. Ding. Das war doch mal ein Intro. Heute ist Montag, der 11. September. Ja, 22 krass, Jahre ist jetzt her. Schaut aus. Heute ist 11. September. Ich wollte noch mal einen Artikel dazu gelesen, ja. Oh, ihr hört uns natürlich am Donnerstag, aber dem 14., aber heute ist der 11., 17.30 Uhr, standesgemäß, stimmt, heute ist der, war mir noch gar nicht witziger so Fun Fact, es gibt ja so Events auf der Welt, das ist ja so ein Thema, wenn so große Dinge passieren auf der Welt, dass man sich eigentlich immer ziemlich gut daran erinnert, wo man zu dem Zeitpunkt war. Weißt du, was ich meine? So wie jetzt ein bisschen älter als wir wissen, wo sie waren, als, weiß ich nicht, Diana gestorben ist, gefühlt. Ja. Es ist, glaube ich, in unserer Generation 9-11, da waren wir so, ich war halt, ja gut, da waren wir halt auch jetzt nicht super alt, aber alt genug, um sich dran zu erinnern, wo man war. Gott, ich kann mich so, und du musst eine Sache wissen, es gibt so Leute, ich habe auch so Freunde in meinem Freundeskreis, die haben so krasseste Elefantengedächtnisse, die sagen dann so, hey, weißt du nicht mehr, als wir 9 Jahre alt waren und bei dem und dem war nicht. Ja, das habe ich gar nicht, das habe ich gar nicht. Das ist mir komplett, aber sowas, 9-11, ich kann das, ich kann gefühlt diese 2 Stunden... Timeslot, als das alles das dann passiert ist, die sind in meinem Kopf eingebrannt. Ich weiß ganz genau, wo warst du, Corti? Erzähl mal. Das ist ein geiler Start hier. Zu Hause, witzigerweise.
Das ist da, da waren hast wir du noch bei deinen Eltern gewohnt? Klar. 20 Jahre her, da war ich dann elf. Da war ich dann zehn, elf. Gotti, du bist doch 47, Alter. Ja, ich werde da jetzt 33, dann war ich zu dem Zeitpunkt ja 10. Ja, ist richtig. Und nee, das ist so witzig, weil ich irgendwie an diese Wohnung, wo wir damals gewohnt haben, nicht so hast viele... Hast du noch bei deinen Eltern gewohnt? Nee, da habe ich schon unter der Brücke. Nein. Nee, das Witzige ist halt, ich kann mich an diese Wohnung nicht so gut erinnern. Mhm. Aber weil ich mich an die Situation erinnern kann, ich mich genau an diesen Flur links, wo das Wohnzimmer, kann ich mich ziemlich gut erinnern. War krass, also krass, ne? Ja. Aber egal, wir sind ja hier nicht zum Trauerfall. Nee, aber ich fand's spannend, weil ganz ehrlich, ich weiß auch noch ganz genau, wo ich war, auch zu Hause, und dann ging das halt los und man checkt das natürlich, ich dann als 12-Jähriger, glaube ich, dann checkst du das halt nicht, oder war ich 12? Ja. Und ich weiß noch ganz genau, was halt krass ist. Das war ja das absolut einzigartig auf der, glaube ich, in der Geschichte bisher, jeder hat irgendwie mal dann Radio oder den Fernseher halt angemacht und auf jedem Fernsehsender kam die gleiche Berichterstattung. Und das war auch krass, weil da haben die wirklich einmal gesagt, okay Leute, alles auf Null. Es war am Anfang noch so, dann hat irgendwie RTL und ARD und so, alle haben so ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht und irgendwann haben die alle gesagt, Open Stream. Und dann gab es eine Berichterstattung und die haben alle Sender, das war wirklich wild, das war wirklich wie in so einem... Gab's doch nicht nochmal. Wie in so einem, und auch nicht bei Corona und nichts. Also das war auch echt krass. Und ich weiß auch ganz genau, ich konnte das ehrlicherweise natürlich noch nicht so richtig fassen und noch nicht so checken, aber anhand von der Reaktion von meinen Eltern und so wusstest du natürlich, oh, da geht irgendwas Krasses ab. Ja. Und das war so krass, dann hat man irgendwie 1-2 Stunden lang das irgendwie alles geschockt, paralysiert gesehen. Und ich weiß noch ganz genau, irgendwann, also die ganze Nacht lief auf allen Fernsehsendern das Gleiche, außer auf einen einzigen Fernsehsender, ist dann mal was anderes gekommen. Und das weiß ich noch, weil dann meine Eltern irgendwann gesagt haben, gut, schalt mir mal um. Super RTL. Da, Corti, es war Super RTL und es kamen die Dinos. Oh, ich dachte Art Attack. Nee, das war das Ding. Es weißt kamen noch, die Dinos. Weißt du noch bei Art Attack immer der Typ, der diese Bilder gemalt hat, die dann immer von oben gezeigt haben, diesen Riesendinger? Ja, klar. Fand ich geil. Aber Corti, wie krass musst du überlegen? Also die haben dann wirklich, du musst überlegen. Warte mal, die Dinos mit diesen Puppen? Ja, genau. Naja, geil. Mit diesen, nicht die Mama, na, dieses, weißt du, so mit diesen geilen, so, ich wünsch mir mal Hingewehr oder so, weißt du, dieses kleine Baby da und so. Ja, ist total krank und die haben halt wirklich, dann bist du halt, hast du nach vorne, nach hinten 5-mal gesappt und da war überall Zerstörung, Ding, Wumm, irgendwie Flugzeuge fliegen ins World Trade Center und dann auf einmal der einzige Sender war die Dinos. Das weiß ich noch ganz genau. Deswegen ist es bei mir die Dinos auch so krass, was präsent ist in meiner Jugend. Auch wegen, also krass, muss ich überlegen. Hat dann super, der als erster nach 2 Stunden. Ich hatte dieses Baby als Figur zu Hause. Ja? Mhm. Ey, ich finde die Dinos ja auch irgendwie großartig. Ne? Das war sowas. Allein das Intro, wenn er da so durch den Wald geht, genau. So Daddy mit seiner Lunchbox und seinem Hemd. Weißt du, was geil ist, Scotty? Es gibt ja so, so Filme und auch Serien oder jetzt auch, wie gesagt, so wie die Dinos, irgendwelche Fernsehen oder was auch immer. Die sind ja, die finden Kinder total cool, aber die können die Erwachsenen auch mitgucken, weil da sind dann so versteckte Jokes. Ja, das ist ja dieser Pixar-Humor, ne? Wo dann halt immer irgendwie Witze eingebaut werden für Mami und Papi. Die so um die Ecke sind oder so ein bisschen auch manchmal so ein bisschen versaute Witze, die Kinder nicht checken. Total. Und ich finde es immer so witzig. Ey, das Krasseste war, ich habe mal früher, als Shrek rauskam, Shrek 1 im Kino gesehen, voll geil so. Und dann habe ich mir das mal irgendwie 4, 5, 6, 7 Jahre später nochmal angeguckt. Und Diggi, weißt du, was es da gibt? Da gibt es ja dann irgendwann so eine, dann war so, früher gab es ja auch mal so auf RTL 2 dann auf einmal so mal von oben so in Amerika so Verfolgungsjagden, wenn wir so, er ist auf den Highway State 35 abgebogen. Dann, immer so mit einem Helikopter. Und dann haben die auch tatsächlich bei Shrek so eine Verfolgungsjagd. Da wurde der gestiefelte Kater was in so einer Kutsche verfolgt. Dann haben die kurz genau diese Kameraperspektive gewählt. Und dann wurde der hochgenommen und haben die gesagt, ha, ich wusste es. Und dann haben die so diesen Kater irgendwas aus der Hosentasche gezogen, haben es in die Kamera quasi gehalten und waren so, Katzenott. Wirklich? Das ist bei Shrek. Da ist so eine Szene, der sagt, du hast doch Gras dabei gehabt. Wo die Kinder sagen, haha, witzig, die checken ja gar nicht, aber die wissen ja, was los ist. Und die Eltern so... Geil. Ja. So eine Dinge haben die da eingebaut. Lieb wie geil ist das denn? Lieb ich. Viele sagen ja übrigens auch, Corti, jetzt wo du mich mal siehst. Lieb auch animierte Filme übrigens. Total. Ja, ich weiß, das weiß ich. Das weiß ich. Aber Corti, weißt du, was viele auch sagen? Dass ich Ähnlichkeit mit diesem Esel von Shrek habe. Ja, voll. Und Bernd das Brot. Ich bin Bernd das Brot? Bisschen. Habe ich so kurze Arme, die nur so... Ja. Witziger Funfact zu animierten Filmen. Ich weiß noch, da saß ich mit meinen Jungs. Wir sind damals, da waren wir so, ich weiß gar nicht, wie alt. Warte mal. Kung Fu Panda. Ja, auch geil. War der erste rausgekommen. 2008. Da waren wir ja alle 18. Ne? Und wir sind alle wavy wie ein Teich und high wie ein Albatros.
in diesen Film gegangen. Ja. Und Shoutouts an den lieben Tobias, weil Tobias hat die schlimmste, mitreißendste Lache aller Zeiten und der hat dieses ganze Kino so zusammengebrüllt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der war so im Film. Ich hab's geliebt. Kung Fu Panda 1. Wahnsinn. Kung Fu Panda. Dann kommt diese Schildkröte ins Bild und da war wirklich, da war's auf. Voll, da war alles vorbei. Alle Dämme sind gebrochen. Eltern haben sich beschwert. Es war völlig egal. War ein Traum. Popcorn wurde auf euch geworfen. Super, ja, geiles Ding. Ich habe auch tatsächlich einen Film, den ich auch immer ganz geil fand, war halt Ab durch die Hecke, wo dieses kranke, hyperaktive Eichhörnchen dann immer so in Slow-Mo ist. Gut, dass dir das gefällt, ist klar. Ja. Da haben ein paar Leute gesagt, Paul, also... Direkte Vorlage für diesen Charakter. Wenn das Adi ja erstmal wieder anders kickt. Alles so voll langsam. Nee, super. Geiler Einstieg, Kotti. Ja, klar, 11. September. Naja, super. So sind wir drauf gekommen. Mhm. Feini, du, Bruditius, dann wollen wir doch mal schnell einsteigen. Bruditius, Alter. Bruditius, Alter. Habe ich mir jetzt, kam mir gerade mal über die Lippen so. Nee, aber ist schön, Kort, die sind wir wieder zusammen, haben nicht viel geredet. Ja, kleiner Recap, Schulterblick zu letzter Woche. Die Öland-Folge war ja ein voller Erfolg, du. Fuck. War ja witzig. Hilfe. Ich muss sagen, ich würde auch gerne nochmal nach Dublin. Habe ich schon drüber nachgedacht. Es gibt ja da ein Event, was wir vielleicht besuchen könnten. Oh. Alter, Europa League Finale 2024. Ja, scheiß auf den Fußball, aber einfach nochmal so ein Wochenende in Dublin ist doch super. Wir müssen mal dann irgendwie alle zusammenholen und dann ist gut. Ja, da kann auch Edeltraut irgendwas spielen. Da können wir, Hauptsache wir machen irgendeinen Reason. Ey, und, nee, genau, es war ganz geil. Irland, witzigerweise in der Boys-Gruppe wird dann nur noch die ganze Zeit, ist auch erst ein bisschen ruhiger geworden, aber so ab und zu alle zwei, drei Tage schickt einfach ploppt irgendjemand. Irgendwas auf, ne? Ploppt was auf und sagt so, Jungs, ich habe mir jetzt hier einen Sixer Guinness bestellt. Super, der September. Oder ein 24er. Oder ein 24er. Und immer nur, es gab immer nur so Bierbilder. Wahnsinn. Denk an euch. Dublin, denk an euch. Wir haben ja nachgefragt, wir haben ja eine Umfrage gemacht. Was ist denn die Party-Destination mit Boys für Boys-Trips und Girls-Trips, wo man sich mal entweder daneben benehmen kann oder alles vergessen kann, was einem im Alltag so auf der Seele liegt? Tatsächlich Dublin, witzigerweise. Oh. Aber ich glaube tatsächlich, die Jungs haben alle abgestimmt. Ja, Malle natürlich. Ja, und Platz 2 ist natürlich Malle. Keiner hat Mykonos angeklickt. Also wir haben hier keine Lamborghini-Fahrer, die gerne noch Mykonos oder machen. Wollte ich gerade sagen, ist auch teuer. Ich hätte gedacht, Prag kriegt mehr Stimmen, weil Prag ist schon eigentlich ein... Also da bist du vielleicht... Wie lange fährt man aus Berlin nach Prag? Das geht, ne? Das geht. Vor allem gibt es ja diesen Naschzug, oder wie der heißt, weißt du? Mhm. Da kannst du ja, ne? Das ist ja das ist ja wieder so geil, deutsches Ding. Du darfst ja dann irgendwie nicht ein richtiges offenes Feuer im Zug haben, aber so die Tschechen sagen, mir doch scheißegal, der startet in Hamburg, fährt über Berlin nach Prag und da kannst du richtig geil saufen und snacken. Da machen richtig Köche, die über der offenen Flamme dir dann schöne Haxe braten im Zug und so. Und ich glaube, wir jetzt nicht lügen, aber der, weiß ich, wie lange braucht der? 3-4 Stunden sowas? Oh, das ist ja voll okay. Also so wie von hier nach Paris. Ja, genau. Voll gut. Nee, ist ganz geil. Ich hätte gedacht, Prag wird Mallorca... ein guter Konkurrent, Schlagen, aber war es nicht tatsächlich. War ja, einmal ja in Prag, witzigerweise meine Abi-Deutsch-LK-Fahrt war nach Prag. Weißt du was? Das ist ja die beste Story aller Zeiten. Das weiß ich bis heute nicht, wie das passiert ist. Wir hatten damals in der Oberstufe, Stufe 13, alle ganz knapp volljährig, einen Wochenendtrip nach Amsterdam gemacht. Alter, kannst du dir nicht vorstellen, was da abging. Überleg mal, so eine ganze Oberstufe, alle gerade knapp volljährig, wir haben ja noch 13 Jahre gemacht, die machen ja alle noch 12. Klar. In Amsterdam. Ey, Kotti, wollte ich gerade sagen, ein Wochenende. Kotti, fahr doch in der Woche, wo nicht so das Ding zu ist. Ey, Kotti, mein LK Chemie, ne? Ich war ja im Leistungskurs Chemie. Ja, ich hatte Bio. Ich hatte auch Naturwissen, ich hatte Bio-LK. Ja, aber Bio, Alter, das ist doch keine Naturwissenschaft, Alter. Ganz ehrlich, war ein Spaß, berüchtigt. Ich liebe alle Naturwissenschaften. Deswegen, auch viele Leute, die dann nochmal Oppenheimer geguckt haben, waren dann so, fand's den echt so geil. Ich meine, ich finde das einfach geil. Vergiss es, anyway. Oppenheimer ist Geschichte. Wir hatten LK Chemie, Corti, waren wir in Amsterdam. Chemie, waren wir in Amsterdam. Da hat unser Lehrer gesagt, so, ja, dann werden wir uns dann mal so ein paar Substanzen unter die Lupe nehmen. Okay. So. Na klar. Das war richtiger Dampf. Vor allem ihr alle noch aus Berlin, ihr seid ja eh da nochmal ein bisschen anders drauf auch, ne? Ja, das war richtig. Und alle waren so, ja. Nee, aber weißt du, was auch geil war zu der Umfrage der Woche? Ich glaube, da haben auch ein paar Leute uns nochmal Vorschläge gemacht, ob wir irgendwelche Destinationen vergessen haben. Und ich glaube, der Chris hat was gesagt, und zwar, ich kann das nicht aussprechen. Irgendwas in Kroatien. Sirce Beach. Sitch Beach in Kroatien, kenne ich gar nicht, aber Kroatien ist natürlich auch auf jeden Fall immer eine Bank. Und Kopenhagen ist natürlich immer ein guter Tipp. Ne? Und Lennart hat gesagt Kopenhagen. Muss man sagen, also Kopenhagen ist ja wirklich
eine sehr reizvolle Destination. Absolut. Ist halt, ja, schon, Kopenhagen ist schon geil. Ist geil. Nee, war eine gute Umfrage. Fand ich ja, super. Voll. Coutinho. Coutinho Blanco. Deine Haare sitzen, das ist ja Wahnsinn heute, Alter. Heute, ne? Den letzten Mal habe ich mir gesagt, so, Paul, du siehst aus, was hast du wieder gemacht? Aber heute siehst du ja aus, es ist ja, da kannst du ja ins Buch, Alter, wie die liegen. Ja, ja. Fuck. Ja, weißt du, was das Krasseste ist, Corti? Das ist so witzig. Wie viele Nummern hast du heute schon eingesteckt auf dem Weg zum Büro? Diggi, ich mache einen Haarwandel gerade durch, Corti. Ein Haarwandel? Also strukturell? Ja, ich hatte ja sonst immer so Löckchen und jetzt irgendwie auf einmal ist es so ein bisschen so die glattere Peitsche und ich bin vielleicht, jetzt ein bisschen so der... Vielleicht, weil die sich so aushängen, weil die länger sind. Ja, ja, nachdem ich die langen Mähne da hatte, das ist krass. Bei mir ist sowieso, das ist Luftfeuchtigkeit, Tagesform, Wasser. Wenn ich mir bei dir die Haare wasche, habe ich eine andere Haarstruktur. Es ist krank bei mir. Also ich bin wirklich, was Haare angeht, bin ich ein absolutes Chamäleon. Aber danke fürs Kompliment. Ich habe jetzt, ja, ich bin auch ganz zufrieden. Ich kriege ja keinen Termin bei Felix. Der ist ja hoffnungslos ausgebucht. Ich habe erst nächste Woche einen Termin. Corti beruhigt dich. Ja, wir sehen uns ja schon wieder bald. Ja! Ah, geil. Corti kommt wieder nach Berlin. Riesenbock. 4 Tage. Wir haben ja einen Plan. Ich bin mal gespannt. Wir haben einen richtig harten Plan. Mal gucken, wie wir durchziehen. Wir haben ja immer so Pläne, Alter. Und dann diesmal machen wir das. Ich glaube, wir haben jetzt unser Ding gefunden. Eigentlich ist es unser Ding, aber ist ja scheißegal, wir machen das einfach. Es ist unser Ding, Corti. Wir machen das und mega geil. Nee, ich überlege gerade, Corti, weil, ja, wie soll man die Bridge spannen? Ich will eigentlich ganz ehrlicherweise auch schon direkt reinschlittern. Naja, so in unsere kleine Themengebiete. Mhm. Ich wollte ja auch mal immer so gerne überleben, Corti, was so die Woche los war. Und ich muss wirklich sagen, für alle liebe Leute, Hörerinnen und Hörer da draußen, die wir lieben und verehren, ich glaube, diese Folge wird zwangsweise sehr sportlastig. Es wird eine Sportfolge. Es wird eine Sportfolge. Also für alle die jetzt irgendwie Sport nicht geil finden, hört trotzdem zu. Es wird riesengeil, beruhigt euch. Es liegt einfach daran, weil die Woche, oder die letzten 2 Wochen, also wahnsinnig viel los war. Ja, man muss ja wirklich sagen, das hat auch wirklich die Nation bewegt. Und ich weiß, die meisten Leute sagen immer, Leute, Sport, nee, wir reden ja immer schön über Fußball. Diesmal hat Fußball natürlich auch was bestimmt, aber am Ende des Tages, glaube ich, Corti, würde ich als allerliebstes mal an der allerersten Stelle mal sagen... Novak Djokovic, der beste Tennisspieler aller Zeiten. Das wollte ich nicht sagen, du Wichser. Nein, nee, ich muss wirklich sagen, zum Joker kommen wir gleich nochmal. Nee, aber Diggi, wir sind Weltmeister. Ja, ist krass. Ist wirklich krass. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Und Corti, ich muss wirklich sagen, ich habe, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, das weißt du auch, ich war jetzt, du weißt, ich gucke mir jede Art von Sport an, kann mich für alles begeistern, Baumstamm, Wald werfen oder was auch immer, Alter. Aber ich muss wirklich sagen, Basketball habe ich irgendwann ein bisschen geguckt, aber nie so richtig krass verfolgt. Also NBA oder Europäische Liga, nicht so. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie mitbekommen, dass die Basketball-WM ist und dachte mir so ganz ehrlich, ich guck mal rein, hab die deutsche Nationalmannschaft anguckt und alle haben gesagt im Vorfeld, ja, hier und Schröder und geil, das ist ein gutes Team und hab mir so 2 Vorrundenspiele angeguckt und hab seitdem nicht mehr aufgehört. Ich hab die Deutschen dann ins Achtel, ins Viertel, ins Halbfinale und im Finale. Und Diggi, ich stand gestern am Sonntag wirklich da. Ich habe bei mir oben in der Bude so einen Deckenventilator. Ich hatte richtig nasse Hände, als die nochmal aufgeholt haben. Zum Ende habe ich echt kurz nasse Hände bekommen. Alter, Deutschland, für alle, die es nicht wissen, Deutschland gegen Serbien war Finale gestern und ich bin vor Freude, bin ich hochgesprungen. Bei mir oben ist so ein Deckenventilator. Ich könnte hier heute einen Kopf kürzer. Ich bin fast in meinem Deckenventilator gelandet. Also Corti, das war wirklich... Als die aufgeholt haben und Schröder die zwei Freiwürfe hat und beide gemacht hat, da war es durch. Wahnsinn. Ja, richtig. Die haben wirklich, also ich muss wirklich sagen, ich bin richtig, richtig stolz. Mich erfüllt es mit Glück, mit Positivität und allem drum und dran, weil es hat einfach wirklich Bock gemacht. Das ist echt krass. Und das, was ich ja auch immer sage oder was Corti auch immer sagt, warum wir halt auch einfach immer so krass sportbegeistert sind, auch krass, weil gestern war zum Beispiel, oder nee, am Samstagabend war auch Prince Harry im aktuellen Sportstudio. Zu Gast mit seinen Invictus Games. Das ist ja, wo der halt immer Kriegsveteranen, die dann halt einfach auch krasse Verletzungen haben und traumatisiert sind, anhand von Sport halt diese Spiele organisiert. Und die sind dieses Jahr in Düsseldorf in Deutschland. Und der war im aktuellen Sportstudio. Und ich muss sagen, Prince Harry hat auch immer schon die Ansicht, dass er gesagt hat, Sport hat die Macht, die Welt und Politik nicht nur zu verändern, sondern auch, also zu werden das vielleicht zu hart, aber zu lenken. Und genau das teile ich auch. Und ich muss sagen, deswegen, nicht nur deswegen, auch der Liebe generell zum Sport, diese deutsche Basketball-Nationalmannschaft anzugucken, diese Freude, dieses Team, diesen Zusammenhalt gibt in dieser
verkackten Zeit, sorry, dass ich es gerade sage, in der Deutschland gerade steckt, mal wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir das hatten, war damals bei der Handball-WM. Ja, stimmt. Das war ein ähnliches Momentum. Hat leider beim Handball, glaube ich, nicht so krass nachhaltig wirklich funktioniert. Ich glaube, der Basketball hat den Vorteil, dass der Basketball, und jetzt darf sich keiner, der Handball spielt, irgendwie angegriffen fühlen. Basketball ist ein bisschen die coolere Sportart. Du hast halt einfach, du kannst sehr gut NBA gucken. Du hast dann nochmal, natürlich mit leicht angepassten Regeln, aber einen sehr entertainment-lastigen Sport, der sehr cool ist, der sehr viel macht. Ich meine, wenn du diese Basketball-Bubble drumherum siehst, und jetzt fangen wir jetzt bei den Bulls der 90er an, bis jetzt was mit LeBron James und was Steph Curry, was die für ein Standing haben weltweit als Athleten auch. Basketball ist super interessant. Vor allem, das Problem ist, die NBA läuft zu gottlosen Uhrzeiten in Deutschland wegen der Zeitverschiebung. Aber hast du eigentlich mal Basketball gespielt? Ich habe mal Basketball gespielt, aber halt leider nur irgendwie mal so, weiß ich, ein paar Monate lang. Bei mir war das ja immer so, als ich kleiner war. Gordi, weißt du, wo uns gescheitert ist? Gar nicht so. Bei mir war das immer so, ich bin in so einem Verein und dann hat man da mal so ein paar Spiele gemacht und ich fand die Leute, das war irgendwie weird. Mm. Da musst du auch in eine richtig coole Truppe kommen. Die sagen, hey, cool und so. Das waren alles so weirdos. Ich hatte viele Freunde, die da gespielt haben, wo ich damals... Ich war ein halbes Jahr, habe ich das gemacht. Und dann hatte ich Patellasehne entzündet im linken Knie. Wegen dem Hallenboden, weil er so stumpf ist. Das hat mein Knie nicht mitgemacht. Das war, mein Knie war immer nur Rasen oder so gewohnt. Oder manchmal auch Asche, wenn es schlecht läuft. Oder Kunstrasen. Das war halt... Habe ich mir auch gefragt, Wir zwei mitgemacht. Wir zwei, naja gut, also im Basketball gehörst du ja noch zum unteren Mittelfeld, Alter. Wir zwei 1,90 Leute. Wer aber eigentlich Basketball schon? Dennis Schröder ist 1,85, ne? Das ist naja, so krass. Steph Curry ist genauso groß wie ich. Also, ne, das wäre ja aber guck dir mal einen NBA-Spieler an, guck mal, wie Steph Curry auf dem Platz wirkt. Der wirkt jetzt nicht, als wäre der sonderlich groß. Weißt du, was auch der Hauptunterschied ist, Diggi? Die Boys, die springen 14 Meter hoch. Ja, das ist krass. Aber das muss man auch sagen. Ich habe ja nochmal bei Dirk Nowitzki reingeguckt in die Historie. Ne? Der wurde ja als 19-Jähriger so entdeckt bei so einem Nike-Junioren, also bei so einem Nike-Event irgendwo. Ne? Irgendwo in Texas oder so. Und das Krasseste ist das, weil ich hatte die Diskussion gestern noch. Weil ja klar, du gewinnst gegen die Amis, ne? Verdient auch. Und die Amis waren ein reines NBA-Team. Und dann habe ich aber gesagt, ja, klar, aber die deutsche Mannschaft ist eigentlich im Grunde ja eigentlich auch gefühlt ein NBA-Team mittlerweile. Klar. Weil Theis, die Wagners, Schröder, also du spielst Bonner, halt eigentlich... Alle spielen in der NBA. Alle spielen NBA und das ist halt, auch wenn sie jetzt nicht die Weltstars in ihren Mannschaften sind, sie sind da trotzdem NBA-Spieler und die spielen in der besten Liga der Welt, in den besten Teams der Welt. Deswegen finde ich so krass, was Nowitzki geleistet hat, weil die Jungs, die jetzt da spielen, die wurden schon so ausgebildet. Ja. Nowitzki zu der Zeit hatte nicht diese Ausbildung genossen, die wahrscheinlich heute genießen, um dann wirklich das Potenzial zu haben für die NBA. Ganz genau. Sondern der ist da reinkommen, weil er einfach ein krasser Typ war. Und zum Beispiel so ein Theis fand ich ganz interessant, der ist ja relativ spät zur NBA gekommen. Mhm. Der hat ja erstmal noch gespielt hier. Und das ist halt, es zeugt aber davon, wie die Ausbildung sich auch verändert hat bei uns. Total. Alles ist internationaler, professioneller geworden. Das haben wir neulich besprochen, wie das Thema Torwarttrainer beim Frauenfußball. Seitdem das Torwarttraining viel professioneller wird, sind die Spiele viel besser zu gucken. Stimmt. Weil Torwart war immer so ein Thema. Und so ist es, glaube ich, auch bei den deutschen Mannschaften geworden, dass die halt einfach in der Ausbildung so gut geworden sind, dass sie halt da auch mithalten können. Da kannst du halt auch mal als 20-Jähriger, wenn du gut bist, das ist zum Beispiel beim Football nicht so. Du kommst immer noch nicht wirklich in die NFL. Aber bei der NBA hast du schon die Chance. Das ist schon echt gut. Ich habe eine riesen Hoffnung, dass das eine kleine Welle lostritt und dass Leute das war einfach geil. Auch wenn Basketball man nicht ist ein cooler Sport. Mann, Gotti, auch wenn man nicht so krass jetzt so 1 Milliarde % irgendwelche Sonderregeln kennt oder so, muss ich ehrlich sagen, da gab es ein, zwei Sachen, die mir auch neu waren und so. Es hat eine Euphorie. Die Jungs, Mann, Alter, diese Leidenschaft, die da auf den Platz gebracht haben, es hat einfach wirklich Bock gemacht. Und ich muss sagen, es ist halt viel lauter als Sport, ne? Ja. Es trägt sich halt viel emotionaler nach außen und es ist halt, da haben wir ja schon mal, du warst ja auch mal bei einem NBA-Spiel, ich hatte auch mal das Glück, bei den Lakers gewesen zu sein, auch wenn LeBron leider verletzt auf der Bank saß, das ist immer noch traurig. Das ist halt einfach, das macht auch Bock zu gucken. Es ist schnell, es ist abwechslungsreich, da passiert auch mal was. Und, muss man auch sagen, es bringt halt so einen Swag mit sich irgendwie. Das ist schwer zu beschreiben. Diese Kultur ein bisschen drumherum. Vorher, weißt du, da läuft die Mucke, die Jungs, weiß ich nicht, springen da über einen Platz. Irgendwie der eine rappt mit, der andere macht irgendwelche Dance-Moves und dann werfen sie die ganze Zeit Reiher wie die. Es ist halt krass. Und es macht einfach Bock zu gucken. Das macht ultra Bock zu gucken. Und vor allem, das ist so, Gotti, das weckt auch so ein bisschen so ein Urinstinkt. Ich glaube, bei jedem, egal ob Männern oder Weiblein, man kennt es, dann hast du irgendwie
ein zerknülltes Blatt Papier und da hinten steht der Papierkorb und du machst einfach mal so, Diggi, jetzt treffe ich da mal rein. Ja, klar. So, weißt du so, dann klar. So Trickshot. Das mache ich, jeden Abend, das mache ich jeden Abend übrigens. Ja? Ja, ich hab, das ist so ein Ritual vom Schlafengehen. Ich ziehe mal so meine Socken aus und wenn ich ins Schlafzimmer gehe, mein Wäschekorb steht quasi auf der anderen Seite vom Schlafzimmer und es sind immer so zwei Socken, zwei Würfel. Mach ich wirklich. Bist du noch so abergläubisch und sagst du, wenn ich nicht treffe, dann ja, genau. Ja, wirklich. Ich rede mir dann mal ein, wenn ich jetzt treffe, dann. Dann geht's ab. Ja, kenn ich auch. So geil. Jeden Abend. So geil. Hab ich auch. Also, da bleibt so man auch irgendwie so ein Sechsjähriger bei solchen Sachen. Ey, ne? Genau. Ey, Gott, hab ich jetzt Kind so offen. Ich so, ey, wenn ich die drei Stufen jetzt all zusammen nehmen kann, Alter, dann irgendwie, keine Ahnung, bist du. Dann ist die aus der Parallelklasse nicht verliebt. Oder ja. Kacke. Ja, wirklich so krank. Ja, und wenn ja, ich genau. Dann war, hab ich's nicht gemacht. Ich so, scheiße. Und so. Das habe ich immer noch. Wir haben ja im Büro so ein Dartboard, Korti. Und ich sag mal so, Digi, wenn ich jetzt 20 treffe, Alter, dann ist richtig geil. Weißt so, du noch, als ich gewonnen habe? In meinem dritten Dartspiel aller Zeiten? Ja, ich weiß noch. Das war auch ganz schäffig. Das war krass. Hier, weil wir haben halt 10 Runden gespielt, davon habe ich aber 8 gewonnen, richtig. Ja, ich habe das dritte Mal in meinem Leben Dart gespielt und ich habe gewonnen. Ich weiß, gegen die ganzen anderen Giovannis auch, ne? Ja, also. Ja. Und daneben standen 4 leere Kästen Bier. Also, nein, aber es war geil. Beruhig dich, du hast geil geworfen. Nerv mich doch nicht, ist alles in Ordnung. Schreien du. Und, nee, und das Ding ist halt, ja, völlig geil. Finde ich cool und ich muss sagen, genau, sagen auch viele, die noch nicht so viel mit halt, weißt du, so viele Leute, die auch mal sagen so, ja, boah, mit deinem scheiß Fußball, die sagen, ey, ganz ehrlich, Basketball finde ich auch geil, weil was du gerade gesagt hast, da passiert auch was. Da ist für jeden was dabei. Finde ich geil. Du kannst ja halt mit einem NBA Game Pass kannst du dir, oder Season Pass kannst du die Spiele ja auch nochmal angucken, du musst sie ja nicht live gucken, weil das ist, genau. Das ist halt das Gute bei der NFL, gestern noch 18 Uhr, ja. 20 Uhr guckst du die Spiele ja. an, super, aber die Uhrzeiten sind manchmal ein bisschen blöd, deswegen ja. ist es cool. Also wie gesagt, das ist auch gar nicht so teuer. Ist nicht so teuer fürs Jahr. Ja, teuer. Ich muss auch wirklich sagen, Korti, für alle die es auch wirklich überhaupt gar nicht interessiert oder was auch immer, guckt euch trotzdem mal bei YouTube die Zusammenfassung, es geht, glaube ich, so 3 Minuten von dem Spiel an und dann am Ende, wie die Deutschen auf, also diese Freude, wie die den Haufen gebildet haben in der Mitte, wie sie aufeinander gestürzt und die Pressekonferenz, da war dann irgendwie, wurde Dennis Schröder, der Kapitän, so gefragt, ja, wie war's denn und so, der konnte nicht mal 10 Sekunden da sitzen, da kamen die alle rein, haben da irgendwie rumgegrölt. Es ist einfach nur schön anzusehen. Hast du die Szene so toll. Von dem Trainer gesehen nach dem Spiel, als er da saß und erstmal klarkommen musste, erstmal seinen Puls runterkriegen musste? Ja. Gordon 75 Herbert, Euro kosten Season Pass. Okay. Für ein ganzes Jahr. Du, Korti, ich werde NBA verfolgen. Ich muss sagen, ich werde mir auch trotzdem mal ein bisschen mal europäischen Basketball auch reinziehen, weil, wie gesagt, Slowenen, Serben, Griechen, Spanier sind ja auch alle irgendwie, da spielen ja nur die Superstars. Ich habe dir das geschickt, ne? Wo, hier, wie das die Stadien in Serbien abgehen, ne? Ja, ja. Alter, das ist ja wie ein Fußballstadion. Von, das sind halt die ganze Scheiß. Da hat doch Jovic in der Pressekonferenz gesagt, ja, so, I played in Serbia, brother. Yeah. Und dann siehst du so der Journalist so, how do you cope with like all the, ich weiß gar nicht, was da abging im Stadion. Und er so, I played in Serbia, brother. Und dann zeigen sie es halt, so, und das ist einfach völlig geil. Das ist wie ein Fußballstadion. Das ist völlig absurd. Ja. Leute gehen völlig steil da. Die haben auch Bengalos und so einen Scheiß. Das ist alles egal. Ja. Korti, trotzdem, um mal nochmal kurz die kleine Brücke zu spannen, war es ja dann auch irgendwie für die Serben, für die Nation Serbien, auch irgendwie eine krasse Woche. Weil ganz ehrlich, wie du es schon eingangs gesagt hast, die waren im Finale, leider verloren. Ja. Aber ein anderer Serbe hat sich in den Olymp geschossen. Das ist krass. Ja, Novak Djokovic, US Open gewonnen. Alleiniger Grand Slam-Rekordhalter, bestverdienster Tennisspieler aller Zeiten, ältester Tennisspieler mit, glaube ich, 36, der jemals einen Grand Slam gewonnen hat. Meisten Wochen als Weltranglistenerster aller Zeiten. Also der ist man wirklich, kann von ihm selber halten, was man will. Ne? Ja. Er selber ist ja nicht ganz einfach und nicht ganz wie soll man, skandalfrei. Ja. Aber das Sportliche, was, wenn man das jetzt mal nur betrachten möchte, das ist schon krass. Auch dieses Auflegen, als er den Ami da geschlagen hat, der immer seine Gegner verhöhnt hat, indem er so einen Auflegemove gemacht hat. Hat er dann auch mal gemacht. Gemacht, ja, das muss man nicht schon lassen. Also es ist schon echt bemerkenswert. Ich bin gar nicht so der krasse Tennis-Fan. Ich habe ab und zu gucke ich mal ein Tennisspiel, wenn man mal dazu kommt, irgendwie zufällig. Ja. Ich weiß gar nicht, wann diese Turniere sind. Ich kriege es immer nur so am Rand mit, irgendwo, wenn ich es in den Nachrichten lese. Aber ich meine, das wird ja wahrscheinlich keiner nochmal richtig aufholen können. Weil du weißt halt nie, ob sich Spieler. Weil das kannst du ja nur machen, wenn du dich eine ganze Karriere nicht groß verletzt. Ja, nicht groß verletzt und vor allem, man sagt ja, der Alcaraz, der Spanier, der hat jetzt gerade so ein bisschen diese Anfänge. Aber der muss halt auch nie, durchziehen. Ne? Also ich meine, Korti, du musst dir überlegen. Ja? Also keiner wird Cristiano Ronaldo einholen. Nee, genau. Weißt du, Korti, ich dachte halt irgendwie vor irgendwie 5 Jahren, also Roger Federer ist im Olymp, der wird nicht mehr abgelöst. Aber Diggi, jetzt ist halt ein geiler Typ. Ne? Also, er ist halt ein cooler Typ.
Nee, das ist krass. Ja, Korti, das war, da kam eins auf dem anderen. Und dann tatsächlich parallel, um jetzt nochmal die Sportklammer zu schließen, war dann das war auch irgendwie ein Timing, ne? Im WM-Finale Basketball, Deutschland gegen Serbien, kam dann die Eilmeldung, Hansi Flick ist jetzt Bundestrainer entlassen. Ja. Er hat es nicht hinbekommen, dass die Spieler sich an den Gänsen orientieren und lernen zu fliegen. Also wirklich, ist gut so. Für alle, die es da draußen nicht wissen, es ist so eine Amazon Prime-Doku da über die Nationalmannschaft in Katar begleitet hat. Und da hat Hansi Flick als Motivation so einen Chart an oder so einen Film gezeigt, auf den Beamer geschmissen und hat gesagt: So, ja, lass uns wie die Gänse machen und gemeinsam fliegen. Ja, irgendwie so. Ganz ehrlich, das ist ein Raum voller erwachsener Menschen. Wie du gesagt hast, der saniert erstmal den Gnabi getickert, Digi, sag mal, ist voll die Ist der jetzt ist der gegen die Wand gelaufen oder was? Ja, also so gemotiviert sind doch so Jungs nicht. Nein, das machst du so nicht. Das ist halt. Man kann es auch nicht nur am ihn festmachen, aber wie gesagt, fand ich irgendwie alles krass. Halt ich mag den so. Ja als Menschen, aber er hat keinen Zugriff mehr bekommen auf und die Mannschaft. Und es fehlt die goldene Generation, die haben wir halt auch gerade nicht, so wie früher, wo wir Weltmeister geworden sind, fällt auch ein bisschen weg. Aber ganz ehrlich, man muss das ein bisschen moderner machen. Weißt du, das ist so, weißt du, wenn du halt immer im Jahr 1995 verhaftet bleibst, dann bleibst du halt auch im Jahr 1995 und dann laufen halt alle weg. So, ne? Digi, den Boys kannst du nicht irgendwelche Amy und die Wildgänse zeigen vorm Spiel. Die musste Wolf of Wall Street Alter zeigen. Digi, so, okay, guys. Witziger Funfact. Habe ich mit Daniel, schau das nochmal, Daniel, danke nochmal für Sound fixen hier, drüber gesprochen, weil College Football ist ja auch wieder angefangen. Und College Football. Haben wir ja live mitbekommen, bei Daniel. Ja, aber die haben zum Beispiel, die haben so einen Song, also so einen Song für die Saison gemacht. Mit Post Malone und das ist so ein richtiger Pump, das pumpt einen so richtig auf, wenn du es guckst. Und das ist halt das Ding, dieses Ganze, wie kommuniziert sich das auch intern, ist halt alles viel, das ist halt einfach beim Fußball so eingestaubt manchmal, glaube ich. Ja. Das ist halt, dann musst du einen Flick gehen. Ich würde es ja machen, also lieber DFB, lieber Rudi Völler, nicht Rudi Völler, doch, Rudi Wir Völler. Machen das zusammen, Korti. Na klar. Wir können auch, wir sind dann auch gar nicht Trainer und Co-Trainer, wir sind dann einfach Trainer und Trainer. Super. Und der eine schreit und der andere brüllt. Wir stehen dann so auf dem Platz, der eine macht dann so, da lang und der andere so, da lang. Ja, und dann ich mach gerne auch nochmal Spielertrainer. Ja, genau, nochmal so einwechseln. Dass wir nochmal Sechser einwechseln. Nur sich. Ja, klar. Nee, geil, war auf jeden Fall eine bewegende Sportwoche. Ja. Also, geil, Euphorie, Alter, Basketball, Deutschland ist wir sind Weltmeister, Basketball, Weltmeister und Djokovic US Open gewonnen, Flick entlassen und Olaf Scholz steht mit Augenklappe da. Ja, das ist ja auch. Und das Geile ist, Korti, wollte ich auch nochmal sagen, G20 war ja jetzt gerade. Wir sind am Arsch. Da würde ich gerade sagen, Korti, wir sind am Arsch. Alter, G20 war ja auch, ne, dann musst du überlegen, was ist denn das für eine Nummer, Alter? Und dann steht dann da irgendwie Olaf Scholz mit Augenklappe. Ja, ich meine, klar, der ist hingefallen, da kann er nichts dafür und so. Ja, halt ein blaues Auge. Mein Gott. Ja. Also wirklich, weiß ja nicht, was der noch so ein. Aber das Geile ist halt, Korti, G20-Gipfel wollte ich auch nochmal kurz anreißen. Die überlegen jetzt natürlich zum nächsten G20-Gipfel, den G21-Gipfel umzubenennen, weil halt die Afrikanische Union, was ich ja gut finde, jetzt mit aufgenommen wurde. Die Europäische Union ist ja schon in der G20. Muss man auch so über sich überlegen. Die Nation, die haben ja auch gerade einen Klimagipfel in Kenia, die am allerwenigsten überhaupt auf der Welt irgendwas mit dem Treibhausgasenausstoß zu tun haben oder den geringsten Ausstoß haben, haben jetzt einen riesengroßen Klimagipfel und tatsächlich auch ganz coole Ansätze. Und die anderen, der Rest der Welt guckt immer so ein bisschen zu. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß ist da nicht so hoch wie bei uns. Auf gar keinen Fall. Und was ist noch aus dem G20 rausgekommen? Also am Ende fand ich es am krassesten, dass auch am Ende so ein weicher Kompromiss gefunden werde. Das zu dem immer weiche Kompromisse. Zu dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, da wurde am Ende ja nicht wirklich so, das wurde ja nicht klar verurteilt, sondern es war dann so, das wurde dann so ein bisschen... Weißt du, was das Problem bei solchen Gipfeln ist? Das Problem bei solchen Gipfeln ist immer, es gibt immer nur einen weichen Kompromiss. Und solange es immer nur weiche Kompromisse auf der Welt gibt, wird sich auch nie was verändern. Weißt du, wir könnten ja alle viel, viel mehr in die Richtung gehen, irgendwie das Klima zu retten oder was auch immer zu machen. Das geht aber nicht mit weichen Kompromissen. Das geht halt nur, wenn man Entscheidungen trifft, die Leute nicht vertragen wollen. Richtig. Und über deren Köpfe hinweg sagt, nee, das ist jetzt so, weil wir müssen das jetzt leider so machen. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, weil alle denken immer nur im Wahlkampf. Das ist nämlich ein Thema bei uns. Korti, aber auch wenn man das, was du gerade sagst, ich will jetzt hier nicht komplett die Hoffnung schmälern, aber weißt du, auch wenn man einen Kompromiss macht, wie zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen, wie bis 2030, wir wissen, da wird keiner irgendwie durch die Ziellinie laufen. Wie auch, wenn sie es nicht einfach machen. Eben.
Wir haben ja zum Beispiel bei uns nur diesen großen CO2-Abdruck pro Kopf, weil unser Strom so dreckig ist. Natürlich, Alter. Wenn du die Kraftwerke abschaltest, dann musst du auch dich hier nicht... Nur Polen hat dreckigeren Strom als wir. Ja, die haben tatsächlich pro Kilowattstunde. Ja, ja. Die haben tatsächlich einer der, oder das dreckigste Kohlekraftwerk der Welt. Natürlich, ist die Chinesen haben noch viel mehr, aber ja. Es gibt das eine, das ist so ein riesengroßes polnisches Kohlekraftwerk. Das ist Wahnsinn. Hat es geklingelt? Nö. Achso, ich dachte gar nicht. Ey, du, solange wir halt irgendwie bei 400 Gramm CO2 pro Kilowattstunde hängen und Länder wie Portugal bei 34, ja, sind halt verloren. Wird. So, deswegen ist alles gut. Deswegen auch, man hat auch voll gemerkt, so China gönnt halt Indien auch gar nichts. So, das sind ja auch irgendwie, die haben ja auch der territoriale Kämpfe da irgendwie im Norden von Indien. Wird auch eine Konkurrenz, wird auch eine Wirtschaftskonkurrenz irgendwann, ne? Absolut. Ja, ist alles spannend. Wollte ich auch mal kurz anreißen, weil das ist natürlich die Woche auch noch passiert. Und ich weiß auch nicht, ob du es mitbekommen hast, Corti, aber die Rolling Stones haben ein neues Album rausgebracht. Ja, ich habe mir das neue, ich bin ja so, ich mache ja immer Musikvideo Freitag. Ich gucke mir Freitag immer die ganzen Musikvideos an, die nachts rauskommen von Donnerstag auf Freitag. Echt? Ja, mache ich immer Freitag. Wirklich? Ich gucke mir alles Mögliche an. Ja. Aber wo guckst du dir das an? Bei YouTube. Oder gibst du einfach ein Musikvideo? Nee, du kannst ja einmal in die, du kannst ja Trends nach Musik sortieren und dann kriegst du auch neue Musikvideos, die meistens über Nacht rauskommen. Und da war auch das Rolling Stones Musikvideo drin. Ja, brauchen wir ein neues Rolling Stones Album? Nein. Hört mal lieber die Alben. Nein, natürlich nicht. Klar, ich habe mit meinem Nachbarn jetzt, als wir hier gegrillt haben, am Wochenende noch mal in so Oasis reingeguckt. Oh, geil. Und so, das ist schon krass. Ey, Oasis ist so geil. Voll. So eine geile zeitlose Musik. Die, ganz ehrlich, Gott, und vor allem Noel hat halt geschrieben, Liam hat es halt gesungen besser. Ne? Weil Liam hat halt diese Stimme, die man kennt. Aber Noel war halt der Texter. So. Und ich finde es auch interessant, wie die ihre Karrieren beide so machen, ne? Und Liam Gallagher hat ja irgendwie dieses Konzert nachgemacht, was sie schon mal gemacht haben, als Oasis noch. Mhm. Da waren meine Nachbarn waren auch da. Da waren irgendwie 2 Tage hintereinander ausverkauft, jeweils 100.000 Menschen. Boah, aber auch geil. Geisteskrank. Aber Corti, ich muss sagen, das hat Oasis, das wirklich, das geht mir richtig ins Herz. Also Don't Look Back in Anger, wenn ich das höre, Alter. Oh, und dann auch wieder schon wieder schöner Song, Alter. Genauso wie wir letzte Woche schon gesagt haben, wenn du Madonna morgens um 3 auf irgendeinem Techno-Festival ballerst, Diggi, du kannst doch auf morgens um 3 Oasis Don't Look Back in Anger. Diggi, da die Leute grölen mit und weinen, legen sich in den Arm, Emotionen. Ja, aber auch so Cigarettes und Alkohol, solche Songs, die so richtige Rock, so richtige Rockstar-Songs sind. Richtig, Und ich finde es halt geil bei Liam, wie der halt immer, das ist ja auch bemerkenswert, immer dieses Mikrofon so ein bisschen zu hoch und der hat immer die Hände auf dem Rücken, der steht ja immer gleich da. Das ist ja so krass, weil normalerweise du hast ja, weiß ich nicht, so ein Mick Jagger, der hat das Mikrofon, der läuft über die Bühne, rechts, links, dies, das und der steht da immer nur in dieser Einhaltung. Brüllt das da ins Mikrofon oder singt das halt ins Mikrofon. Immer, ich habe das auch so witzigerweise in so komplett CP-Company-Klamotten, alles so, was die ganzen Hooligans tragen. Ich meine, sind ja auch, beide haben ja auch immer auf der Bühne so ein Manchester City-Logo, ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. Das ist so ehrlich. Ey, Corti, ich muss sagen, ich finde es also trotzdem krass. Leute, also, zweimal hintereinander, das ist schon... Gott, die ist krass. Und ich muss auch sagen, klar, ich weiß auch, was du meinst mit braucht die Welt noch ein neues Stones-Album. Von mir aus, ich muss sagen, Alter, tiefsten Respekt. Diggi, die müssen doch alle schon einen Zettel am Zeh haben, die Boys, Alter. Die müssen uns schon längst ein Kreuz aufgestellt haben. Durch den Körper was, gezogen, Diggi, das ist ja krank. Wie viele Kilometer haben die denn runter? Diggi, was haben die denn alles weggeflankt? Und ganz ehrlich, Gott, ich meine, Diggi, da stehen 4 so. Okay, der eine, ich glaube, der Drummer ist ja gestorben. Ne? Der eine, der ist letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Was glaubst du, was die Rolling Stones für eine Row Zero hatten? Ey, Diggi, was ja? Wollte ich auch gerade sagen, wir reden alle über Till Lindemann, Alter, was hat der für eine Rosigo? Alter, vor allem, das musst du überlegen, und die Jungs, die stehen ja da noch, Alter. Wie viel Zitronensäfte saufen die denn am Morgen, dass die da noch irgendwie klarkommen? Das muss ich sagen, Wahnsinn. Ja, die sind halt sehr gut, die haben sich halt konserviert. Ey, Corti, die haben sich konserviert und wenn du dir mal überlegst, was ich auch krass finde, also ich war noch nie Rockstar, aber wenn du überlegst, wenn du schon also auf so einem, wenn du das mal so miterlebst und du hast ja auch schon mal so ein paar Konzerte mitgefilmt, was so Musiker, die bereiten sich vor, die hauen sich dann 24 Gin Tonics rein, 3 Whiskys, 5 Bier, wenn sie jung sind, gehen auf die Bühne und dann richtig 2 Stunden Vollgas abliefern, schweißgebadet, da verlierst du auch mal ein paar Kilo auf der Bühne. Liam und Noel haben ja selber gesagt, die können sich an diese ganze US-Zeit gar nicht mehr erinnern, ne? Also gar nicht. Ist alles weg. Und ich wette, ich so ganz geil, ehrlich, wenn du jetzt Mick Jagger fragst, sagst du, was weißt du denn noch von 1989 bis 2003, sagt er so, Diggi, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war irgendwo. Diggi, guck dir mal Interviews früher von Ozzy Osbourne an, da war der voll normal. Ja, heute dann so, der Typ ist ja völlig, der weiß ich auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Nee. Ja, total geil. Eigentlich wie geil. Also einen richtig schönen, geilen alten Rockstars, vor allem Corti, weißt du, überleg mal, das war auch so, witzigerweise lief jetzt, Corti lief letztens, pass auf, ganz kurz, eine Doku auf Arte über so
dieses ganze so DJ sein und Party in den letzten 20 Jahren. Und da hatten die David Guetta, ich meine, ne, kann man halten von ihm, was man will. Egal ist er, der hat ja in seinem Bereich. Und der hat gesagt, Digi, der hat halt noch aufgelegt. Da sind die Leute, haben noch getanzt. Heute kommst du her zu einem Konzert und du siehst 2 Stunden lang nur ein Handy mehr. Will er jetzt gar nicht verurteilen, aber es ist halt so die Zeit, es ist der Wandel. Und das muss man sich überlegen, die Stones, Digi. Digi, da gab's doch kein Instagram, Alter. Was haben die, also weißt du, was ich meine? Aber weißt du, was ich krass fand? Wenn man sich diese Szenen anguckt von Liam Gallagher da bei diesem Konzert, ne? Ich glaube, das war 2022 oder so. Es sind mehr junge Leute im Publikum als ältere Leute, die die Oasis-Zeit mitgemacht haben. Super junge Leute. Teilweise siehst du halt, dass sie irgendwie 14-Jährigen sind. Die können jeden Song mitsingen, egal wie alt er ist. Geil. Die haben halt, und das ist ja das Krasse, das gibt's ja bei uns im deutschsprachigen Raum gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, welche Band das hinkriegt, ein Konzert zu machen mit 100.000 Menschen, wo jung und alt zusammenkommen und alle die Songs feiern. The Scorpions. Ja, aber jetzt Peter Maffay. Nee, aber das ist ja absurd eigentlich, dass du das, also welche Band kriegt das denn bitte hin, dass du halt, weiß ich nicht, vor, also schon 2 Generationen Fans hast. Digi, Wahnsinn. Ich meine, bei den Rolling Stones werden auch jüngere Leute hingehen, ja, aber mein lieber Nachbar Markus meinte noch, da waren mehr junge Leute als ältere Leute. Die haben eine neue Generation, die einfach voll am Start ist. Und das ist so ein bisschen Fußballstadion-Atmosphäre, weil alle immer so krass da mitsingen. Voll. Ey, Corti, was ich halt krass finde, muss man sagen, klar, das ist natürlich auch jetzt so der Mainstream-Stones-Fan, den ich jetzt hier gerade raushängen lasse, aber die Sache, was ich halt immer geil finde, ich liebe ja bei Songs Intros, wie ein Song ja, anfängt. Ja, lange Intros. Und ich hab's nie wieder gefunden. Wir haben auch schon darüber geredet, so auf YouTube mal abends sich hinknallen, mal so irgendwie sich eine Flasche Wein reinballern mit seiner Freundin oder mit seinem Freund und dann mal bei YouTube einfach nur geile Live-Shows gucken. Ich hab's leider nicht mehr gefunden. Es gab mal einen Auftritt von den Stones, da waren die noch hinterm Vorhang. Und dann haben die schon angefangen, Sympathy for Devil zu spielen. Dieses dick, 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 woo, dick, dick, dick. Aber ewig dann. Woo, und dann. Und das Geile ist, Corti, und alle schon so. Das haben die halt 6 Minuten, haben die das langgezogen, bis die irgendwann mal so. Boom, und dann so. Weißt du, dann kam er auf die Bühne und dann war das funktioniert Alter, auch nur, und du funktioniert denkst, nur so, bei wow, Rockbands. Goosebumps, Alter. Das funktioniert nur bei Rockbands. Das funktioniert bei anderen Musikrichtungen, funktioniert das nicht gut. Gott, ich weiß, und das ist auch eine Sache, AC/DC, ich weiß, Thunderstruck, kannst du auch ewig vorlaufen lassen. Krank. Oh, und ich weiß, Gott, die eine Band, die du jetzt auch, ich weiß, du das kannst du nichts mit anfangen, ich kann sehr viel mit der Band anfangen, ich war aber alles gut, sind die Red Hot Chili Peppers. Ich muss wirklich sagen, wenn mal Bock hat, Corti, auch mal du, ich weiß, das ist so ein Zugang, guck dir mal Red Hot Chili Pepper live at Slane Castle an, ist bei YouTube komplett drin, 1,5 Stunden, die Show, noch die geilen alten Peppers, die Hochzeit mit John Frusciante, okay, der ist jetzt wieder da, aber als sie noch so ein bisschen auf Hero waren und irgendwie so am Start waren, auf Show, und John Frusciante, einer für mich eigentlich der geilste Gitarrenspieler aller Zeiten, und wenn die Can't Stop, auch so, das Intro, so wirklich, und wirklich auch so 5 Minuten die Länge ziehen und auf dann rum, und dann wieder ein Flea mit seinem Bass dann so abgeht und dann wumm, geht die Show los und zack, Alter, auch. Ich finde das ja so krass, ich kann mir ja den ganzen Tag so Oasis anhören und ich liebe das ja auch, aber es gibt ja 2 Bands auf der Welt, bei denen ich wirklich raus bin und ich weiß nicht, woran es liegt. Die Peppers. Und Coldplay. Da bin ich finde so find beide geil, ja. Es tut mir leid. Raus. Ich find auch Cold, es ist krass. Ich finde so Oasis geil. Zum Beispiel, ich kann so den ganzen Tag geben, aber ich kann mir, Coldplay kann ich mir nicht. Es ist halt cheesy, da ist 8 Kilo Käsesoße drauf, aber ich muss sagen, es ist melodisch cool, man darf jetzt nicht so sehr auf die Texte hören, aber ich muss sagen. Ja, das ist ja mein Problem. Das ist ja, ich bin ja so jemand, ich krieg ja, wenn, das hatte ich mal mit einem Kumpel das Gespräch, der hat immer so ein bisschen emotionale Mucke laufen lassen. Und mich macht das immer direkt depressiv, weil ich höre so krass auf Texte. Ja, ja, und deswegen kann ich mir so Coldplay nicht geben, weil dann wäre ich direkt, weil dann würde ich direkt ins Bett gehen und weinen. Aber Musikvideo besprechen, Alter, Up and Up von Coldplay Musikvideo finde ich ein unfassbar geiles Musikvideo. Nee, das ist das, wo die dann in so einem Meer und dann holen die so, dann läuft so eine riesengroße Katze durch eine Stadt oder dann kommen die haben jetzt so krass geile, muss man mal angucken, ich kann es gar nicht beschreiben, die haben so Cut-and-Cut-Geschichten gemacht und haben so ein bisschen surreale Sachen reingezogen, ist voll geil. Up and Up ist ein super geiles Musikvideo und ich muss wirklich sagen, Coldplay. Was ich auch immer geil finde, wo mir halt auch leider dann auch ein bisschen so mein cheesy Herz blutet. Ich höre mir sowas ganz gerne an, Alter. Ich stehe dazu zu so einer Emo-Mucke. Ich finde es auch geil. Es gibt auch bei Coldplay, muss man mal eingeben, so einen Song. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist. Da holt dann Chris Martin so einen jungen Typen aus dem Publikum und der spielt auf dem Klavier einwandfrei so einen Song von Coldplay. Und Chris Martin singt dazu. Mhm. Und dann haben beide geheult auch danach, oder? Ja, super. Und alles war total schön. Cool. Ich finde beide. Digi, nein, ich ist ja cool. Ist ja auch Geschmackssache. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, witzigerweise. Ich glaube, es gibt irgendwas, und ich kann es nicht genau betiteln, was es ist, aber irgendwas bei den beiden nervt mich. Mhm. Ja,
Ja, du, am Ende des Tages, du hörst auch jetzt nicht die Peppers wegen Anthony Kiedis, sondern du hörst einfach, oh, der Sound ist halt fett. Mm. Also die Band ist halt so in sich stimmig. Also, mm. also dann mit Frusciante, ne? Also das war natürlich dann so das Ding. Naja, anyway. Naja, geil, Gotti. Musik, geil, Riesending. So muss man auch manchmal. Mm. Brudi, wir haben jetzt, ja, schon dreiviertel Stunde hier. Du, ich hatte tatsächlich nochmal, wollte ich nochmal auf jeden Fall 3 Minuten Positivität und 3 Minuten auskotzen. Was hast du denn? Fang du doch mal deiner Positivität an, Gotti. Nee, du wolltest doch, du hast mir doch den negativen Ball zugeschoben. Genau. Ja, dann musst Gotti, du also, mit dir. Meine Positivität der Woche, und ich kann das nicht anders sagen, war tatsächlich, ey Gotti, da hat sich, wie gesagt, ist da nicht Basketball-Weltmeisterschaft, ne? Doch. Ja, Gotti, und pass auf, und zwar das Halbfinalspiel gegen die USA. Ach am so, Freitag. Ja. Ich habe das geguckt und das war für mich, ich war, Digi, ich hatte, ich dachte, Digi, die müssen mir sofort einen Bypass legen, die Wichser, Alter. Ich hatte so, ich hatte schon 1-2-1-1-2, Alter, in Handy eingegeben, weil ich mir so das Herz geklopft, weil ich so mit am Start war. Es tut mir leid, das ist meine Positivität der Woche. Weißt du warum, Gotti? Soll ich mir eine Sache nochmal kurz sagen, um nochmal kurz hier ein bisschen nochmal reinzugehen. Ich finde, in Zeiten wie diesen, wo Deutschland in jeder Hinsicht im Arsch ist und die ganzen, alle sagen, komm, oh, Fußball und Wirtschaft und Kacke und mhm. Auswandern ist geil und hier und Bürokratie und Politik und Klima und alles Kacke und so. Es ist alles scheiße und es ist auch gerade irgendwie eine geisteskranke Depression da und auch nach Corona und nach dem Krieg der Ukraine und nach der Rezession wirtschaftlich. Das gibt einem mal wieder so ein kleines, positives, stolzerfülltes. Du siehst da diese geile, durchmixte Truppe auch. Jegliche Nationalitäten, weißt du, alles an, die halten zusammen, die repräsentieren die deutsche Gesellschaft, aber sowas von gut, auch in Zeiten von AfD und die haben so ein geiles Teamgefüge und spielen sich da um Leib und Seele für ihr Land, hängen das ganz oben drauf, haben da richtig Bock drauf und zocken geil und auch dieses Internationale, die alle auch in der NBA spielen und so, das gibt einem wieder so ein bisschen diese Weltoffenheit und so weiter und so fort und deswegen, das ist ein kleiner Lichtblick in diesen beschissenen Zeiten. Ich frage mich trotzdem, wie es gewesen wäre, wenn LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry und alle gespielt hätten. Also klar, machen sie nicht, ich weiß, es machen sie nicht, weil sie keinen Bock drauf haben. Ich hätte es gerne gesehen, ob das Spiel ähnlich gelaufen wäre, wenn die halt mit ihrer Parade, kann man jetzt immer sagen, klar, aber es hätte mich mal interessiert, weil Gotti, das war meine Positivität auch. Ich find's geil. Es motiviert. Und ich hoffe, dass es andere Leute auch da draußen motiviert, weil das braucht man so ein bisschen. Wie 2006 ein Sommermärchen, wo auf einmal alle Leute, die noch nichts mit Fußball haben, auf einmal gesagt, ey geil, man kann zum ersten Mal nach dem Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man mal wieder eine deutsche Flagge irgendwie am Auto haben und nicht sagen, Auto für Nazi. Aber ist, meinst du, das wird nächstes Jahr auch so? Boah. Nee, ne? Mal gucken, wer jetzt Trainer wird. Aber ich weiß, ganz ehrlich, Gotti, ich sag's immer, wie ich es immer sage, ich würde es mir wünschen für den Sport und für dieses Land. Jürgen Klopp neben Liverpool einfach gleichzeitig Nationaltrainer sein. Da habe ich vorhin schon einen Ticker gesehen, der hat schon abgesagt. So. Hast du eine Positivität der Woche, Gotti, oder willst du negativ reinschleddern? Hab ich eine Positivität der Woche? Nee, ich habe eigentlich keinen großen Spitze nach oben, aber jetzt auch, eigentlich hatte ich gar keine, ich hatte alles gut. Bei mir war alles gut. Das Einzige, was mich halt abgefuckt ist, dass ich gestern Abend meine Spülmaschine angemacht habe. Wir haben meine Spülmaschine eingeräumt, dachte, ich mache mir meine Spülmaschine an. Ganz normal, abends lass die laufen, super wie immer. Dann höre ich so ein Blubbern. Guck in mein Waschbecken. Waschbecken randvoll mit Wasser. Weil irgendein scheiß Rohr verstopft ist. Aber aus so Brackwasser. Ja, so ein Topf mit so Risotto. Super. Jetzt habe ich dann, jetzt fließt das Wasser nicht ab. Liebe Leute, jetzt laufen gerade die 3 Minuten Negativität. So. Und go. Gotti, erzähl doch. Hol es doch mal ab. Was ist passiert? Komm. Ja, genau das. Da habe ich doch gerade angefangen von. Gottis Rohr ist verstopft. Mein Rohr ist verstopft. Mein scheiß Abflussrohr. Und das Ding ist halt, ich hasse ja sowas. Ne? Ich hasse, dann gehe ich morgens, du weißt, guck mal, pass auf, dann gehe ich zum DM morgens, denk mir noch so, komm, kaufst dir jetzt mal irgendeinen scheiß Chemiekeul. Ich habe schon so Natron reingekippt, Essig, bringt nichts. So. So bei Utopia, Hausfrauen, ja gut, der Hausfrauentrick funktioniert nicht. Gehst, holst die Chemiekeule beim DM, kippst rein, läuft nicht. So, da kriege ich ja schon zu viel. Dann hatte ich aber, weil ich schlau war, habe ich gedacht, ich mache den Siphon unten auf, um diesen ganzen Senf da rauszuholen. Kommt natürlich nur Wasser raus, aber natürlich das, wo dieser ganze Rohrax drin war, dieses rohrfreie Zeug. Schlau wie ich bin, natürlich, Sternzeichen Fuchs, habe ich mir Einweghandschuhe angezogen, aber habe dann ein wenig von diesem Wasser auf meine Hose bekommen. Und was das voll bis oben ins mit Chlor. Ja, deswegen habe ich hier so, ausgeblichene Flecken. Sieht jetzt aus wie so eine sieht jetzt ein bisschen aus, als wäre ich so ein Künstler. Finde ich aber ganz geil. Vielleicht mache ich noch mal ein paar extra drauf. Habe ich mir schon überlegt.
Und das ist so eine Künstlerhose, Alter. Fuck. Corti hat jetzt eine Picaldi an. Genau. Cord und Sport. So schöne, wie hieß denn die? Cord und Sport. Wie hieß denn das Jetlag? Gab's da auch so eine Jetlag-Hose? Naja, das ist meine Negativität, da ich mich schon wieder aufregen kann. Das ist so unnötig. 2-1. Finde ich super. Lass mir genauso stehen. Weil ich habe keine Negativität der Woche. Deswegen finde ich super, Corti. Hast du uns gut abgeholt. Ja, weißt du, das Ding ist ja, weißt du, das Problem ist ja, ich habe ja eigentlich ein tadelloses Karma. Mir geht's ja immer gut. Ich tue ja keiner Fliege was zu leiden und dann passiert so ein Scheiß. Was habe ich jetzt davon? Aber kann man nicht Corti, muss auf nächste Woche, und jetzt, wenn du jetzt hier übermorgen in den Zug steigst und hier runterfährst, Alter, findest du auf einmal so einen Koffer mit 14.000 Euro drin. Meinen geklauten Koffer. Genau, geklaut. Und dann geht so No Country for Old Man los. Oh, geil. Oh, geil. Wir machen gleich Film der Woche noch. Beruhig dich. Machen wir gleich auch nochmal. Ja. Warte. Machen wir auch gleich nochmal. Super. Positivität, negativ, finde ich geil, Corti. Lass uns doch gleich dann, war doch eine geile Transition. Ich habe zwar keinen No Country for Old Man, ist natürlich auch ein sehr geiler Film, ist jetzt nicht mein Film der Woche, aber hast du. Aber es ist eine Doku. Aber ein Film, Doku-Film. Ich bin heiß wie Frittenfett. Und zwar, hast du Jim und Andy gesehen? Nee. Nein? Oh. Das, ganz kurz, ist es das, wo Jim Carrey diesen Typen... Ja. Ah, das wollte ich immer gucken. Fuck. Guck dir das an. Er spielt Andy Kaufman. Der war so ein Comedian, Schauspieler. Typ. Aber der war auch irgendwie ein bisschen... Ja, völlig daneben. Aber das Geile bei der Doku ist, du siehst halt die ganze Zeit, wie Jim Carrey, ja, der bleibt ja in dieser Rolle. Die ganze Zeit. Sogar, dass die Tochter von diesem Kaufman dann sagt, so, es ist, als ob ihr Vater vor ihr stehen würde. Total creepy. Aber was die Quintessenz dieses Filmes ist, und das ist nämlich der Punkt, man guckt diesen Film und der geht, was habe ich hier, ich habe es nochmal rausgeguckt, 1 Stunde 33. Ne? Und ich sage es euch, liebe Leute, deswegen müsst ihr den gucken, die ersten 1 Stunde 15, Stunde 18, ja, interessante Doku. Und dann führt Jim Carrey seinen Monolog über das Universum, über das Leben. Das ist krank. DG, also wirklich, das zieht ja echt die Schuhe aus. Der Typ ist unfassbar reflektiert, der hat das Leben komplett verstanden. Es ist so inspirierend, was der von sich gibt. Der hat ja sein Atelier, der malt ja den ganzen Tag gefühlt. So. Genau. Der hat und auch eine krasse Wendung in seinem Leben. Du musst das eigentlich gucken, weil die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, wo der da erzählt, so über das Leben und ne, wie er das Leben sieht und so, es ist so krass. Und jeder müsste sich da eigentlich eine Scheibe von abstellen, weil es ist so krass. Der hat es so durch. Wo läuft der? Schinken? Netflix ist es. Netflix. Und das ist so, der ist halt Jim so bedacht, der ist so reflektiert, der hat so eine ganz gesunde menschliche Sichtweise aufs Leben. Und das ist so krass. Also dieses Ende ist... Corti, ich liebe ja auch Jim Carrey, ne? Das ist ja einer der witzigsten Menschen auf dieser Erde. Vor allem, also, der früher weil so der so schlau ist, gemacht, der ist so... Der früher so Stand-Up gemacht, das war schon witzig. Aber so... wie ist das nochmal mit der Maske? Die Maske. Die Maske, ne? Ja. Das fand ich halt... Ja. Fand's mega. Krank. Ja, vor allem das Geile ist, das, was ich mega, mega krass fand, das ploppt auch immer wieder mal so im Internet auf, in den Social Medias, ist immer so, du siehst ja manchmal irgendwelche kleinen Filme von Jim Carrey und es war krass, da sitzt er in irgendeiner Talkshow mit so zwei, drei anderen Gästen und die dachten die ganze Zeit, dass irgendwie so 10, 15 Jahre später, dass Jim Carrey bei The Grinch, als er den Grinch gespielt hat, die ganze Zeit eine Maske auf hatte. Aber er hat die ganze Zeit diese Mimik gemacht, wie der Grinch guckt, das hat er die ganze Zeit gemacht. Das ist keine Maske. Ah, der hat krass. Die ganze Zeit diese Mimik so, wo er denkt so, weißt du, mit diesen hohen Augenbrauen und so, denkst du, die haben einfach ihn geschminkt und wenn er und der hat die ganze Zeit im Film, ich bin der Grinch. Ja, der ist schon krass. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Ja, der ist auch krass. Dicky, der ist geisteskrank. Aber krass, der hatte, glaube ich, auch eine harte Depression und eine krasse Phase und so, hat alles irgendwie durch. Er hat so seine komischen Momente manchmal, wo dann irgendwelche Sachen... Genau. Aber dieses Ende von Jim und Andy ist echt, echt bemerkenswert. Oh, das ist ja geil, Gott. Finde ich gut, sehr, dass du das sehr interessant, wieder, sehr inspirierend. Und das ist eine sehr geile Film der, oder Serie der Woche, weil, oder Doku der Woche, weil ich habe nämlich, ich wollte es immer mal gucken, habe es immer auf meiner Watchlist und es ist ein bisschen irgendwie cool. Versickert bei mir. Ich muss es mir mal angucken. Er schrottet dann auch so ein Auto am Set und so, weil dieser Andy Kaufman auch so, also es ist wirklich Wahnsinn. Also so hinter, also jetzt so im, nicht am, im Dreh, sondern am Set, so. Ja. Wow. Neben dem Dreh. Geil. Ja, ist super interessant. Geiles ist richtig Ding, cool. Finde ich super. Ja. Nur für die letzten 20 Minuten. Alleine dafür lohnt sich das. Das ist ein guter Tipp. Ja. Auf Netflix. Ich habe tatsächlich auch einen Film der Woche dabei. Und das ist so ein bisschen auch so eine kleine Hommage. Ich gehe ja bei der Sache immer noch mal so ein bisschen tiefer ran. Es ist im Grunde genommen, ist der Film, den ich jetzt sage, nicht geil.
super. Aber die Geschichte ist unfassbar geil. Ja, ja, nee, nee, pass auf, ich sag dir auch gerade warum. Mhm. Also er ist schon geil, mhm, aber nicht geil genug. Mhm. Und zwar, das ist für mich, wenn jetzt der Chef von Warner oder Sony oder wie auch immer vor mir stehen würde und sagen würde, so, Herr Wolf, ich habe hier 1 Milliarde Dollar. Mhm. Sie können sich jetzt aussuchen, egal welche Geschichte auf dieser Erde, ich verfilme sie und mache sie richtig fett. Weißt du, welcher Film es wäre, Corti? Welche Geschichte ich verfilmen würde? Von Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Ja. Und hat sich Corti, keiner wieder dran getraut. Corti, pass auf. Die unendliche Geschichte ist ja dann mal, glaube ich, ich weiß, ich musste nochmal nachgucken, in den 70ern, 80ern, mhm, haben sie es ja schon mal, ja, ja, verfilmt. Ist das auch ist der, mega den wir süß kennen, als wir als Kinder geguckt haben. Corti, klar, mit Fuchur, ja, ja, Aurin, ja, das ist Digi, Steinbeißer, Wiese, die unendliche Geschichte ist so ein geiles. Und ich habe mich jahrelang, so wirklich jahrelang, ich war als Kind richtig drin, natürlich auch das Buch gelesen. Mhm. Meine Eltern haben mir früher immer die unendliche, oder mir und meiner Schwester immer die unendliche Geschichte vorgelesen. Und das war so krass. Ich habe noch nie so krasses in mir die Fantasie aufgegangen, mhm, wie bei die unendliche Geschichte. Ich fand's wahnsinnig geil. Die Vielschichtigkeit, wenn du dieses eine Tal lang läufst, wenn der Andreu das eine Tal lang läuft und darf sich nicht umdrehen, weil sonst, also wirklich geil, monsterkrass gemacht, mega krasse Charaktere. Und ich habe schon immer gesagt, es hätte das Potenzial, Herr der Ringe, Harry Potter, Wiese, großes, alle, ja, abzuhängen in dieser geilen Vielschichtigkeit. Und dann habe ich auch mal tatsächlich gegoogelt, was ist, und ganz ehrlich, das Ding ist, Corti, die haben einmal in den 70ern oder so, hat Michael Ende oder die Familie von Michael Ende gesagt, ja, könntest du machen. Und die waren so enttäuscht, wirklich, von diesem Film. Ach, ja, die waren so enttäuscht von diesem Film, weil der das nicht so widergespiegelt hat, dass die gesagt haben, auf Lebzeiten oder solange wir leben, ist jetzt ein Block. Keiner kann diese Rechte sich kaufen. Und aber ich sag dir, zu heute, Corti, mit heutigen technischen Standards, mit was du alles hast, stell dir vor, Corti, ja, du verfilmst die unendliche Geschichte auf richtig geil. Mm. Digga, ja, krass, wär, stimmt, und stimmt. Das ist mein, das Film, stimmt, der Woche. Ja. Man kann ihn sich angucken, ja, er ist auch schön, machen, der macht Spaß. Ja, das ist süß gemacht auch, weil die haben ja auch damals, wenn du dann so siehst, der diese Stein Studiobauten, genau, und, ja, auch, und auch Fuchur, ne, haben die doch damals ja komplett in echt gebaut, ja, wo, ja, die dann, und gefilmt, wie die dann so, also mit so Masken, Puppenleuten, mhm, die das dann, die haben dann zum allerersten Mal eine mechanische Bewegung mit den Augen und dem Mund und so eingebaut. Und das heute natürlich anguckst, sieht alles natürlich aus wie Windows 95. Aber es ist halt wirklich. Die Story ist halt gut. Ist krass. Voll. Und die Geschichte ist geil. Und wenn du das nochmal richtig geil aufdribbeln würdest, wenn du zum Beispiel so Nolan, mm, an die unendliche Geschichte lässt. Stimmt. Oder hier den du so geil Geschichte ranlässt. Diggi. Naja, deswegen macht den Denis Villeneuve ja jetzt Dune, weil in Dune sind ja auch schon ganz viele gescheitert. Ganz richtig. Mm. Das ist mein Film der Woche. Aber so eine kleine Hommage. Vielleicht ist es echt so, wenn so Bücher so komplex und so inspirierend und fantasievoll sind, dass halt die technischen Mittel nicht ausreichen, um es darzustellen. Richtig. Und heute würde das ausreichen. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja, weil ich hoffe, dass ich zu meinen Lebzeiten 3D, VFX, Hyperbole, was auch immer du machen richtig kannst. Ja. Richtig. Und voll. Corti, ich muss sagen, ich hoffe, dass ich zu meinen Lebzeiten nochmal ein geiles Remake von Die unendliche Geschichte, aber wirklich Frage, so ein mehrteiliges Ding. Die Frage, ob sie wirklich für ewig so einen Block aufrechterhalten können. Anyway, gesagt, das jetzt, war mein... Okay, super. Das war mein Film der Woche. Finde ich geil, Corti. Das ist ein sehr guter Tipp. Gute Geschichte. Auch ein gutes Buch für Kinder. Also zum Vorlesen und so. Voll. Voll. Ja. So, Sebastian Korbmann. Jetzt gehen wir mal nochmal weiter im Text. Wir haben schon die Stunde hier vollgezimmert. Hammer. Wie steht's denn mit deinem Rezept der Woche? Mein Rezept der Woche? Mhm. Ich habe mir neulich, das habe ich lange nicht gemacht. Ich hatte so einen Hieper. Yeah. Und er hat mir Köfte gemacht. Ja, stimmt. Oh, das hast du mir geschickt. Oh, also, und die waren echt gut. Also, ne, Köfte, ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man jetzt mal nicht mal Bock auf eine normale Boulette hat, wie der, ja, Berliner sagen würde, oder eine Frikadelle heißt der bei uns. Mal Köfte zu machen, ne? Petersilie, Kreuzkümmel, Koriander, den ganzen Shit. Ras el Hanout? Nee, das ist ja marokkanisch. Ah, sorry, dass ich lebe. Und großer Tipp ist, an einer Seite in der Küche darf ja niemals in keiner Küche fehlen. Ich hoffe, Paul ist zu Hause Sumak. Ah ja, hast du mir erzählt, genau. Mhm. Darf eigentlich in keiner Küche fehlen. Hart unterschätzt. Mhm. Ist so ein bisschen wie, ich benutze Zitrone, benutze aber keine Zitrone. Heißt, glaube ich, auch Essigbaum eigentlich übersetzt. Sieht ein bisschen aus wie Chiliflocken. Sieht man manchmal auch in so Dönerbuden irgendwo rumstehen. Ist aber keine Chiliflocke. Hat ja eher so, ist so ein bisschen, als würdest du Zitrone irgendwo drüber träufeln. Super. Mhm. Und das ist gar nicht so kompliziert. Eigentlich ist es halt einfach, waren es Köfte. Ich habe mir dazu so einen Petersilien-Tomatensalat gemacht. Mhm. Sehr petersilienlastig natürlich. Das war ein guter Snack.
Ja. Du hast mir geschickt, fand ich geil, in deiner neuen Edelstahlpfanne. Ah ja, und genau, Edelstahlpfanne. Ich bin ja teflonfrei jetzt, ne? Ja, ich bin Sebastian Kortmann, das hat sich Kort hinten auf seinen Tesla, hat so einen Sticker, seit 2023 teflonfrei. Nee, das Ding ist halt, die Leute, also es gibt ja dann so viel, ja, aber es ist nicht so anti-Stick und es ist total schwierig, du kannst da kein Spiegelei drin braten. Digi, mir ist bis jetzt kein einziges Spiegelei drin angebacken. Da muss man sich halt einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen und sich mal nicht anstellen. Und dann wenn das Ding halt heiß ist, ist es heiß und dann geht das alles klar. Ich habe mir neulich mal Lachs drin gebraten, auch krass. Ja. Und ich glaube tatsächlich, weil es ist einfach nochmal ein anderes, brät halt anders da drin. Das merkt man schon. Es brät einfach anders. Es brät anders. Bratan. Ich muss auch nochmal in den Edelstahlverein antreten. Machen wir, Kotti, nochmal ganz schnell mein Rezept der Woche. Warum kaufst du den? Mach ich. Ja, kauf doch jetzt mal in Amazon Prime. Ist morgen da. Bestell doch jetzt bitte, Mann. Ist denn mit dir? Kotti, mein Rezept der Woche tatsächlich ist, so witzig war, so ein bisschen inspiriert von dem, was du letzte Woche dabei hattest mit deinen geilen Bohnenkram da, den du da warst. Du hast mich voll auf den Bohnentrichter gebracht. Und ich habe irgendwie mal einen absolut kranken Freestyle gemacht. Und zwar, ich habe im Supermarkt sowas gefunden, was ich total geil finde. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Die Dinger heißen Risoni Semola. Also Semola ist ja italienischer Hartweizen. Ja, und da gibt es diese kleinen Risoni. Das sind Nudeln, Hartweiznudeln, aber in Form von so Reis. Ja, also da kannst du auch klein. Eigentlich fast jedes Risotto mit Gericht mitmachen. Ja? Ja. Nee, aber das ist kein Reis, das ist Hartweizen. Ich weiß, aber du kannst das wie ein Risotto zubereiten, wenn du möchtest. Genau, richtig, ganz genau. Das war einfach, kannst du auch wie Nudeln kochen und so. Und ganz ehrlich, Korti, diese Dinger. Die sind geil. Also ich finde die so geil, ich kann die einfach pur mit einem Löffel einfach nur essen, ohne irgendwas. Finde ich total geil. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Dinger gemacht und habe dann da hier im Supermarkt aus der Dose so einen Bohnenmix, Kidney, Kichererbsen, weiße Bohnen, alles rein. Alles in Topf, hab noch Mais oben drauf gemacht, war wie so eine Art Tex-Mex-Style, hab da irgendwelche Gewürze reingeknattert, irgendwas, ich hab so Thymian und Pfeffer und ein bisschen Curry habe ich noch reingemacht und hab dann am Ende nochmal so passierte Tomaten draufgeschüttet und dann alles durchgeblubbert. Und dann habe ich dann einfach mal diese Risoni-Semola da reingeknallt, alles nochmal schön durchdicken lassen, bisschen Nudelwasser nochmal rein, wie so eine Art Pasta gemacht und dann war das so ein Tex-Mex-Risoni-Irgendwas-Topf. Die war völlig geil. 1000 Millionen Kräuter. Einfach nur das Ding habe ich gemacht. So, boom. Könnt ihr jeden Tag Chili con Carne essen? Oh, ich auch. Kann ich jeden Tag machen. Das ist so ein Ding. Ja. Aber ich mache nicht. Aber das ist echt so ein Ding. Ich weiß gar nicht, woher es kommt. Aber es klingt gut. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, die zu kaufen und daraus so ein schnelles Risotto zu machen. Lieber Risotto, ne? Ich kann ja den ganzen Tag Risotto fressen. Das ist ja wirklich Weißt du warum, Kotti? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Zitronenrisotto neulich gemacht. Ach stimmt, ich habe ein Zitronenrisotto gemacht mit Lachs. War auch super. Weißt du, was krass ist, Kotti? Wenn du hier bist, ich weiß, wir haben ein strammes Programm. Ich würde es trotzdem versuchen, dass es irgendwie mal. Ja, ich weiß nur von einem Tag. Bei den Rest weiß ich gar nicht, was wir machen. Richtig. Und ich habe tatsächlich eine Sache, Kotti, das werden wir auch schaffen. Ich wollte auch sowieso schon die ganze Zeit in dem Podcast hier mal einen kleinen Shoutout machen. Liebe Leute, Berliner oder Nicht-Berliner, die ihr da draußen zuhört, ich gebe euch eine Empfehlung, wärmste Empfehlung für einen Laden. Und zwar, das ist das Aperitivo-Café in Berlin-Friedenau. Die haben jetzt einen zweiten Laden in Steglitz, in der Holsteinischen Straße in Steglitz. Mhm. Ich habe den zweiten Namen, jetzt, die ist erst seit einem Monat offen, der Puff da. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt, aber das ist der gleiche Dude da, Alter. Aperitivo Café, Riesen-Shoutout, werde ich ja auf jeden Fall auch verlinken. Aperitivo Café, das sind Sarden, die kommen aus Sardinien. Und Corti, ein unfassbar netter Kerl, der hat eine geile Auswahl. Der hat so, wenn du hingesagt hast, ich hätte ganz gerne einen Aperol Spritz, sagt er, ey Jungs, wir haben eine Spritzkarte. Ne? Dann sagst du, Und dann gehst du, dann hat er irgendwie 5, 6, 7 verschiedenste Arten von so Spritz. Oh, Campari-Spritz? Klar. Und dann auch irgendwelche Grapefruit-Geschichten und das, also völlig krass. Da kannst du auch mal richtig schön und Negronis ohne Ende, verschiedenste Formen und Arten ja von das Negronis. Ist ja, mein Ding. Ja. Wobei, ich war ja lange Negroni mein Getränk. Ja. Und dann bin ich ja umgestiegen auf Boulevardier. Das ist quasi ein Negroni, wo du Gin austauscht durch Whisky. Ah, super. Ja, weil wir haben ja letztes Mal schon gesagt. Aber auf jeden Fall, das Aperitivo-Café in Berlin, liebe Leute, geht dahin. Wirklich ein unfassbar geiles Essen. Du gehst hin, du hast dann 3 Tagesmenüs da und natürlich noch so eine Standardkarte von 3, 4 Gerichten. Da gibt es nicht so viel. Das ist auch kein Pizzaladen. Die machen Pasta und geile, frische andere Gerichte. Geht hin, es ist einfach geil. Es ist wirklich eine der geilsten italienischen Küchen in Berlin. Und ich muss euch wirklich sagen, Kotti, wir werden da zusammen hingehen. Ich frage mich gerade, wie viel Geld kriegst du gerade von denen? Nee, ich liebe die. Weißt du, was ja jetzt Gute ist? Jetzt fängt ja wieder die Muschelzeit auch so richtig an. Jetzt gibt es ja wieder Mangolé und Miesmuscheln überall, ne? Ja. Oh, so ein Eimer Miesmuscheln, ne? Oh ja. Fuck. Ja.
wenn du auch übrigens im Urlaub bist, und alle ich mal sagen, ich habe eine Miesmuschel tätowiert. Stimmt. Mhm. Ganz ehrlich, Corti, wenn du vor allem auch im Urlaub bist und Leute mal sagen, ja, ich esse jetzt hier irgendwie, oh nee, die Muscheln will ich hier nicht essen. Wenn du irgendwo am Meer bist, dann kannst du nie was falsch machen, wenn du dir die Muscheln reinknackst, Alter. Du darfst nur nicht die Jungs, die nicht mehr aufgegangen sind, essen. Sagst du weißt, dass es so eine, es gibt eine Karte, die kannst du dir angucken, mit Regionen, wo du keine Muscheln essen solltest. Das ist genau der Ring um das Mittelmeer. Ist das so, ja? Ja, tatsächlich. Weil, warum? Weil aus bestimmten Bakterien und Würmern und was auch immer, es gibt so eine rote Zone. Ein Bekannter von mir hat sich da nämlich mal wirklich was eingefangen. Also mit so halbes Jahr Antibiotika-Kuren und wirklich mit irgendwie 15 Kilo abgenommen und allem Pipapo. Das ist eine Muschelzone. Ja, dann eine gute alte Muschelzone. Das nicht halt zu verwechseln, nicht zu verwechseln mit der Kuschelzone. Ja, ich guck das jetzt mal kurz. Ich recherchiere mal hier parallel. Nee, dann doch lieber so ein schönes Tumorschwein an der Côte d'Azur, Alter, das ist auch kein Problem. Nee, es gab mal, ich habe die Karte vor Augen, es gab mal so eine aber Karte. Auch wenn du das da kochst und so und richtig mit. So ja, richtig ja, das war dann in dem Fall auch egal. Weißt du, was geil ist, Corti? Ich habe auch letztens gesehen, da war auch irgendwie viral das ist auch einige bei Jahre Instagram. Her, ne? Das war auch dazu. Ja gut. Weißt du, Corti, das war auch bei Instagram so ein witziges Ding, da hat irgendjemand geschrieben, wenn ich mal schlechte Laune habe, dann gucke ich mir an, wie mies Muscheln schwimmen. Schön, das und das musst du dir mal angucken. Ja, das ist so geil. Und die ja wirklich so, wirklich sich so durchs Wasser so klappen. Das weiße Wort, das ist perfekte Vorlage für so Pixar-Filme wieder. Ja, genau. Also irgendwie witzig. Das habe ich auch nicht so eine kleine Muschelfamilie, finde ich eigentlich ganz ja süß. Und die eine und der König hat eine Perle in der Mitte und so. So super, Alter. Mhm. Oder die Königin? Schauen wir mal. Mhm. Continuo Blanco, Alter. Ich finde es geil, du hast immer so viele Spitznamen für mich. Ich muss mir mal was überlegen, Alter. Ja, aber das Spitzname ist bei mir auch sowieso irgendwie. Continuo Blanco finde ich. Ich gucke mit dir eine NFL-Doku mit Kirk Cousin und dann ist Kirky. Das der Kirky, Alter. Kirky, Alter. Und dann, ich habe ja die. Das ist, da bin ich auch schon manchmal in so ein Fettnäpfchen getreten. Da kam so ein Typ und sagt so: Hallo, ich heiße Johannes. Und dann sage ich immer so: Jojo. Oh Mensch, Jojo, komm ran hier, Alter. Und dann immer so: Wie bitte? Ich heiße Johannes. Oh, sorry. Okay, ja, okay, sorry, Johannes? Nein, Johannes. Sorry, dass ich lebe. Jojo? Nein. Johannes? Hannes? Nein. Jo? Okay, Johannes. Hm. Naja, so ist es manchmal. Menschen. Ja, Gott, ich hätte dann auch noch ein paar Sachen eigentlich, aber das können wir auch nochmal alles auf nächste Woche schieben. Du hast immer so viele Themen, ich finde das super. Nee, das ja, super. Ich würde ja super gerne eigentlich auch mal weiter die Tradition für mal so einen Insta-Channel der Woche mal irgendwie weiterführen. Aber da habe ich auch wieder was Geiles aufgeschrieben, aber. Ja, aber ich möchte tatsächlich sagen, könnte ich mal machen. Ich muss aber dazu zugeben, meine Instagram-Nutzungszeit ist massiv in den Keller gegangen. Ist in Ordnung. Dementsprechend, aber es gibt da einige Empfehlungen, die ich aussprechen könnte. Ist so, ne? Ja. Nee, ich finde zum Beispiel ganz geil, okay, nochmal am Ende jetzt, ich will euch hier vor die Folter spannen, hier nochmal einen Insta-Channel, den ich mega witzig fand, habe ich auch mit dir geteilt, ist dieser New Kids Marlon. Der heißt einfach im Instagram New Kids Marlon. Das ist ja wirklich so ein Typ mit so einem hammerharten Fukuhila. Das ist nicht so ein Typ, der so... richtig geiler so, Asi mit so Anaconda-Botten, der immer so geisteskranke unter den richtige, weißt du, so nur die Titanic liegt tiefer, so was richtige Atze Schröder-Witze rausknallt. So. Atze aber Schröder auf damals. Aber auf so eine geile Art und Weise, New Kids Marlon, voll geil, mit so einer Anaconda-Botten, Schlaghose, schöner Gürtelschnalle, Alter, einen schönen Fukuhila. Ich wollte ist ja, ich wollte Content, ja was Pauli Fukuhila macht, wollte er nicht. Wollte ich nicht. Ja, ich mit Fukuhila, willst du mich verarschen? Nicht so ein 80s, so ein moderner Fukuhila. Das muss schon eine harte Wette sein, die ich dann verliere, Gordi. Ich schick dir mal einen Typen, da siehst du, so könntest du auch aussehen. Könntest du. Ja, ich freue mich. Schick mir das mal. Ja. Ich rasiere dir auch, wenn es sein muss. Ja, das ist so geil. Weißt du, was witzig ist? Viele wollen mir immer so die Haare schneiden. Hier ein Kumpel Chrissy, der sagt immer, ich habe noch nie Haare geschnitten, aber deine Haare würde ich mal gerne schneiden. Doch, das ist... Das ist nicht so schwer, okay? Ah, schon schwer. Das ist nicht so schwer. Kommt doch von was man will. Corti. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Der Sommer endet, sagen, aber das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Ansonsten lassen wir. Darüber rede ich gar nicht mehr, Alter, wie Decke tropft. Aber mein Geburtstag hoffentlich bald. Ich habe ja bald stimmt, Geburtstag. Du hast 2 Wochen Geburtstag, ne? Nein, in 10 Tagen. habe ich hoffentlich gutes Wetter. Mehr will ich gar nicht. Ja, wirst du. Dann wirst du haben. Beruhige dich. Super. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir doch unsere Zuhörer mal in die Freiheit. Machen wir hier einen Stempel drauf. War dann doch gar nicht so sportlastig, die Folge. Ich freue mich. Der Titel kommt auf jeden Fall. Ich habe ein paar geile Ideen schon. Der Titel ist, der Titel kommt. Der Titel ist, der Titel kommt, Alter. Der Titel kommt noch.
Finde ich auch geil. Ausgabe Nummer 12, Gott, ich habe mir super geil. Ich freue mich. Super. Und weil Donnerstag, ich ja meine Spülmaschine nicht benutzen kann, musste ich mir jetzt was zu essen holen. Weil mit, ach, schon mit der Hand, du kannst ja auch nicht abwaschen, weil in deinem Apf. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, im Badezimmer zu spielen, das ist mir zu doof. Ja. Also, das ist mir zu doof. So auf dem Klo. Schnell einmal den Teller da reinhalten und spülen. Mm. Nee, ist in Ordnung. Mhm. Ja. Schmeckt ein bisschen nussig, das nächste Essen. Nee, hol dir was, Gott. Super. Das wird die Bestellung. Meine Spülmaschine und mein Abguss auch geil. Mein Abguss funktioniert, mein Schätzchen. Deswegen können wir am Donnerstag 58 sehen wir uns. Tonnen Grüntee, die da in diesen Rohren kleben. Wie lange noch? Und Donnerstag 14 Uhr, ich dich schon vom Bahnhof ab und dann geht's ab. Und dann, genau, stimmt, Donnerstag kommt die Folge raus und dann schließen wir uns in die Arme. Super geil, Gott. Oh, Traum. Ich freue mich richtig. Hat Spaß gemacht. Sebastian, das war kurzweilig. Ich hoffe, das bleibt auch, wird auch für die. Ja, es ist kurzweilig. Super. Was ist jetzt kurzweilig? Die Folge. Es war eine kurzweilige Aufnahme. War, ne? Obwohl es ja schon wieder eine Stunde, vier Stunden ist. Na gut. Wir sagen immer eine Stunde, wir kommen nie in diesen Stunden. Aber es ist völlig okay. Ja. Bin ich gut. In diesem Sinne. Ihr lieben Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und alles ins Positive schwappt. Ja. Nehmt ein bisschen die Motivation mit. Hört weiter Corti und Wolf. Reibt euch ein. Macht die Umfrage der Woche mit. Schickt uns Kommentare, schickt uns Likes. Bei YouTube, die Community ist mega aktiv. Finde ich total geil. Könnt immer schön was. Da können wir auch mal Kommentare. TikTok, wir können ja vielleicht mal in der nächsten Folge die Best of Kommentare bei YouTube oder vielleicht in der übernächsten Mal. Da gibt es so geile Kommentare, Alter. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Alter, das ist wirklich Wahnsinn. Der Blutpenis-Kommentar, der war super. Der Blutpenis ist Wahnsinn. Ja. Werden wir nochmal vertiefen. In diesem Sinne, Blutpenis. Ihr lieben Leute, ich wünsche euch was. Cortin Wolf, Ausgabe Nummer 12. Vielen Dank, Arrivederci. Und tschüss. Da war der Kuss. Der muss. Der Kuss, der muss. Auch ein guter Titel. Der Kuss, der muss.